Hallo, hier ist Tor Alexander von defi.jetzt und ich habe heute den Jörg von Starts da. Hallo Jörg. Moin, moin. Hallo. Jörg ist der Vertriebschef oder Neudeutsch CSO. Chief Sales Officer, genau. Für ein weltweites Okay. agierendes Unternehmen. Ja, aber der Vertriebsverantwortliche, korrekt. Vertriebschef. So, erzähl mal ganz kurz für die, die unser letztes Gespräch nicht gehört hatten, das lange Gespräch, die Vorstellung von Starts mit dem Chef Marco, verlinken wir unten in der Videobeschreibung. Erzähl mal ganz kurz noch für die, die es nicht gehört haben, Jörg, was macht Starts oder was will Starts machen? Ja, also das letzte Video war ja super interessant, super ausführlich. Ja, lohnt sich alle mal auch reinzugucken, auch wenn es, ich glaube, fast 75 Minuten am Ende waren. Ja, aber da ist ganz viel, glaube ich, drin. Das hat sich zur Aufgabe gesetzt, so eine Idee, das weltweit am meisten auf Fans ausgerichtete Ökosystem zu sein. Das hört sich jetzt ganz wild und hochtrabend an. Ja, wir haben dann natürlich auch eine, sagen wir, Mission mit verbunden, nämlich den Fans eine Stimme zu geben und ein neues Maß an Fan-Engagement zu schaffen und so die Fans Teil der Reise ihrer Champions werden zu lassen. Ja, dazu muss man wissen, was unsere Champions sind. Unsere Champions sind die professionellen Sportvereine, ja, professionelle Sportler, Künstler aller Art. Da gehören dann auch Influencer dazu. Alle Prominente, die irgendwie eine Reichweite haben, eine Fan-Community haben, die sie bespaßen wollen, die sie besonders belohnen wollen, mit denen sie in besonderem Maße interagieren wollen und das am besten auf einer Plattform in einem Ökosystem. Und das Mittel, dem wir uns bedienen, sind die sogenannten Fan-Token, die wir kreieren. Das heißt, wir machen für jeden unserer Champion einen Fan-Token, der dann unterschiedliche Services beinhalten kann. Da kann sich der Champion aussuchen, welche Dienstleistung er so alle nutzen mag. Da gehört das Thema, und das sind wir mittendrin im Web3, NFT-Ticketing, gerade für die Eventveranstalter wie Vereine dazu. Dazu gehört Zugang ins Metaverse, also seine eigene Musikhalle, sein eigenes Stadion kreieren zu lassen. Dazu gehören Merchandising-Themen. One-Stop-Shop ist eigentlich so der Punkt. Für den Fan wird es bequemer, weil er nicht auf x unterschiedlichen Apps auf seinem Smartphone rumhopsen muss, um bei TikTok zu gucken, bei YouTube zu gucken, bei Facebook, Instagram und sonstigen Kanälen, was gerade bei seinem, sag mal, Verein oder Star einfach abgeht. Sondern er hat alles in einem News-Feed-Channel, ja, hier. Und der Champion kann eben Dinge anbieten, kann über Themen abstimmen lassen, kann seine, sag mal, wertvollsten Fans auch identifizieren über über diese Fan-Token und kann viel besser interagieren mit denen, besondere Inhalte zur Verfügung stellen, um einfach auch wertschätzender, ja, mit seinen Fans umgehen zu können. Also das mal die Kombination, man muss ja mal von beiden Seiten sehen. Unser Kunde ist erstmal der Champion, aber die Dienstleistung, die wir anbieten, ist sozusagen in der Gegenseitigkeit für seine Fans, um dort ja einfach spannender, intensiver zu agieren, wertschätzender zu agieren und auch seine Follower-Base möglicherweise nochmal zu internationalisieren, zu verbreitern, zu vergrößern. Und ja, geht am Ende auch um Monetarisierung, ja, seiner Fans. Das ist so im Wesentlichen das, was Stars macht. Und damit sind wir zum Anfang des Jahres offiziell gestartet. Genau. Okay, ist recht viel. Also Zielgruppe sind halt Sportler, Sportvereine, Künstler, könnte man sagen auch Kulturhäuser, Unternehmen, die halt alle irgendwie so eine Fangemeinde oder Groupies haben oder haben wollen.
Genau. Bei dem Thema Unternehmen haben wir noch ein bisschen zurückgestellt. Ja, also natürlich könnte man, wenn man mal das Beispiel jetzt nimmt, Apple will ein neues iPhone rausbringen, auch darüber nachdenken, Fan-Token für Apple herzustellen. Wobei Apple jetzt so groß ist, dass möglicherweise selber auf die Idee kommt. Ja, aber klar, auch das ist eine Möglichkeit für sämtliche Kulturschaffende, für alles das, was eine irgendwie geartete Fanbase hat. Dafür sind wir da, dafür wollen wir beide Parteien zusammenbringen, ja, mit dem gegenseitigen Blick für den anderen. Gut, so was ist jetzt Neues passiert seit unserem letzten Gespräch? Da ist ja einiges Unerwartetes auch passiert. Ja, Thema. sensationell. Also wir haben gute 3 Monate ist das Interview mit dem Marco, glaube ich, her. Und das war ja noch die Phase, in der wir uns gerade gesammelt haben. Unsere Seed-Phase war. Wir hatten zu dem Zeitpunkt dann auch eine neue CMO, also Head of Marketing oder Chief of Marketing mit der Christelle. Die ist auf den Philippinen lokalisiert. Wir hatten ursprünglich ja mal vor, das Unternehmen in Deutschland zu gründen. Ja, da gab es dann viel Regulatorik über die BaFin. Das hat einfach viel Zeit und Nerven und Geduld gekostet, so dass Marco sich entschieden hat, eigentlich im EU-Rechtsraum bleiben zu wollen, nach Estland getingelt ist, sich Estland auch im Zuge von MiCA und sonstigen Regulatorien nicht als das Gelbe vom Ei dargestellt hat. Und deswegen, und das ist, glaube ich, einer der wichtigen Punkte, der Umzug in die Karibik, also mehr in deine Richtung, ja, nach St. Vincent und den Grenadinen. Dort ist die Stars LLC jetzt beheimatet, ja, mit, wie gesagt, ein bisschen neuen Personal einfach eben auch an Bord, wenn ich jetzt an Christelle denke. Und wir waren damals in der Seed-Phase, in der ersten Ansprache von Investoren, um unsere Stars-Token sozusagen zu offerieren, an den Mann zu bringen, an den Investor zu bringen. Die Seed-Phase ging bis zum Ende März, 31.3., hatten wir so einen Discount von 60% offeriert. Klar ist, dass das nicht die schnellste Phase war. Also brauchen ja Menschen einfach auch und Investoren auch länger zum Entscheiden, zum Prüfen, Plausibilitätsprüfung und was auch alles dazugehört, das zu Verstehen des Geschäftsmodells und, und. Und ja, wir haben natürlich auch die letzten Monate nicht den Kryptosommer gehabt, ja, wo alle neuen Projekte bullisch gelaufen sind und irgendwie mit Geld zugeschüttet worden sind. Ja, uns ging es ähnlich. Wir haben dann die zweite Phase ab dem 1.4. gehabt mit dem Private Sale. Da konnte man anfänglich mit 3.600 € sich engagieren bei 40% Rabatt. Die ging bis zum 31.5. Das ist schon mal deutlich besser gelaufen als die Seed-Phase. Ja, sehr erfreulich eigentlich. Nicht übermäßig gut. Ja, also wir hätten uns auch noch mehr Push, mehr Drive an der Stelle gewünscht. Aber unter den Rahmenbedingungen, die am Markt herrschen, also Rezession draußen, schlechte Laune am Kryptomarkt und vielen anderen Parametern, ist das ein nachvollziehbares Ergebnis. Wir haben zum 1.6. jetzt unseren Presale gestartet mit 20% Discount. Ab 250 € kann jeder dabei sein. Ich glaube, das ist eine Grenze, die eigentlich für jeden Krypto-Investor, glaube ich, auch machbar ist. Jetzt nicht übermäßig viel. Das mal zu den, sag mal, Parametern im Rahmen der Seed-Phase und des ICO. Kommen nachher noch auf ein anderes Thema zu sprechen. Wir haben in den Monaten unsere Social Media Kanäle bedient, bespielt oder erstmal aufgebaut, bedient, bespielt. Dazu gehört unter anderem unser starker Telegram-Kanal mit knapp etwas mehr als 18.000 Followern, sind bei Twitter unterwegs, sind bei Discord auch dabei. Aber Telegram ist schon sozusagen für uns das stärkste Medium und haben aber vor knapp 6, 7, 8 Wochen eine Veranstaltung mit den Kryptoastronauten gemacht, die eine Live AMA, also Ask Me Anything Veranstaltung gemacht haben.
Ich wusste gar nicht, dass Twitter solche Veranstaltungen macht. Ja, man lernt aber auch immer wieder dazu. Normalerweise sind so irgendwie 1000, 2000 Leute Zuhörer auf der Veranstaltung von den Jungs. Und wir wären auch mit der gleichen Teilnehmerzahl grundsätzlich zufrieden gewesen. Mussten dann aber feststellen, dass es dann im Laufe der Veranstaltung 3000 wurden, 5000 wurden, 8000 wurden, 10.000 wurden, 13, 15, 17, 18, 19, 20, am Ende über 20.000 Zuhörer, ja, was einfach eine riesengroße Aufmerksamkeit irgendwie das Projekt gezogen hat. Und das war toll. Also auch für mich muss ich sagen, spannend, weil ich das erste Mal vor dann 20.000 Menschen sprechen durfte. Noch nicht mal meine Heimatsprache, sondern war auf Englisch, klar, weil es international war. Besondere Herausforderung, aber lohnt sich auf jeden Fall auch da mal reinzuhören in so einen Kanal. War eine wirklich tolle Veranstaltung. Wir haben dann noch ein paar andere Dinge gemacht im Marketing, die kann man auch nachgucken. Gibt so ein paar Interviews bei Coinstore. Also wir überlegen gerade, das Listing, also das Ende des ICO, der eigentlich bis zum 30.09. geplant ist, nach vorne zu ziehen, was ja eher ungewöhnlich ist, ja, auch ungewöhnlich für ein mal eher IT-lastiges Projekt, dass es vor dem Zeitplan, vor dem Zeitrahmen liegt, also vor der eigenen Roadmap liegt, ja, liegt einfach daran, weil wir in den letzten 2 Wochen zwei sehr, sehr starke Partnerschaften fixiert haben. Wir hatten ursprünglich vor, die Dienstleistungen NFT-Ticketing selbst zu entwickeln, was natürlich nicht unwesentlich Zeit gekostet hätte, was nicht unwesentlich Budget auch dann aus dem ICO verschlungen hätte und was dazu geführt hätte, dass wir die Dienstleistung planmäßig hätten ab August 2024 anbieten können. Also ungefähr dreiviertel Jahr nach dem ursprünglichen Start, wenn wir mit Basisinstrumenten, Basisservices an den Markt gegangen wären. Das haben wir jetzt anders gemacht mit einer sehr starken Partnerschaft in dem Bereich, wo wir die Dienstleistungen sofort anbieten können. Und das Gleiche gilt für das Thema Metaverse. Da haben wir mit Loot Mogul einen extrem starken Partner dazu gewonnen, der hinter Sony Entertainment die Nummer 2 im Markt ist, was das Thema Nachbildung von Stadien angeht, ja, Spielstätten angeht, in die man eben auch entsprechende Merchandising-Shops mit einbauen kann für die Klienten. Und auch da spart es natürlich Entwicklungszeit, Entwicklungsbudget. Ja, Marco hat so ungefähr gerechnet, dass es insgesamt eine Dreiviertelmillion Euro sparen dürfte. Die beiden Dinge bringen uns in die glücklichen Lage, weniger Kapital im ICO einsammeln zu müssen. Deswegen auch den ICO möglicherweise früher zu beenden. Und in der Diskussion ist jetzt gerade noch so Ende zum 31.07., also haben wir jetzt noch 6 Wochen, machen wir überhaupt dann noch die letzte Phase, den Main Sale mit, oder sagen wir, Main Sale fällt aus, ja, oder machen wir dann noch mal am Ende 4 Wochen Main Sale statt 8 Wochen Main Sale. Also wir kürzen um 4 oder 8 Wochen, das ist so die aktuelle Diskussion und glaube ich auch ein ganz gutes und spannendes Zeichen für jeden, der unser Projekt noch in irgendeiner Form unterstützen will. Also heute noch Stars Token erwerben ist mit Sicherheit eine ganz gute Idee. Auch vor dem Hintergrund, und da komme ich zu dem, ich glaube, stärksten Fund, mit dem wir gerade wuchern können. Der Marco hatte für sich mal anhand normaler, sagen wir, VC-Kennzahlen eine eigene Firmenbewertung vorgenommen. Da hat er so bei 20 Millionen Euro taxiert. Und wir sind jetzt im Austausch und in Verhandlungen, muss man auch dazu sagen, mit einem Medienunternehmen, auch sehr bekanntes Medienunternehmen. Ich kann den Namen hier aber nicht verraten, weil sozusagen Vertraulichkeitsvereinbarungen erklärt sind und wir das natürlich auch noch in Verhandlungen sind. Aber die hatten Interesse, dass wir deren Partner für die Web3-Themen werden. Und haben selbst eine Bewertung des Unternehmens vorgenommen,
und sind bei 26 Millionen rausgekommen. Ja, also 30% über dem Wert, den Marco selber für sich berechnet hatte. Und das ist ja eher ungewöhnlich, weil die meisten Start-up-Unternehmer bewerten ihr Unternehmen ja eher deutlich zu teuer, ja, und müssen sich dann nach unten korrigieren lassen und weinen dann dicke Krokodilstränen oder haben einfach zu hoch gepokert. Und hier sieht man, dass wir grundsätzlich eine realistische Annahme hatten. 30% Aufschlag ist natürlich toll, das ist wirklich großartig. Und hier geht es darum, dass wir nicht nur Cash Investment kriegen, sondern insbesondere Medien gegen Equity tauschen würden. Kann man sich also vorstellen, eine Beteiligungsgröße von für die mindestens interessant bei 10%, wären eben Medienleistungen von 2,6 Millionen Euro, die das Unternehmen eingeben würde. Möglicherweise auch noch ein bisschen Cash obendrauf. Das ist wirklich ich glaube, die herausragendste Nachricht der letzten Tage, die wir hier auch bis zu dem Stand publik machen können, ja. Uns auch einfacher macht, mit weiteren Investoren, mit weiteren VC-Investoren zu sprechen, sei es über Anteile am Unternehmen oder sei es über den ICO, den wir ja in Deutschland so nicht bewerben können, wie wir ihn hätten gerne bewerben wollen. Ja, das ist ja natürlich auch ein Hemmnis gewesen in der Phase. Wir sind stark im deutschen Markt, aber wenn der deutsche Markt das nicht zulässt, dann agiert man eben ausreichend vorsichtig, um nicht mit der BaFin unnötig anzulegen, keine Androhungsverfügung zu kriegen, kein Bußgeld zu kriegen, sonst was, um das Projekt in irgendeiner Form zu gefährden. Das nutzt ja am Ende keinem. Also lieber andere Wege suchen, die dann auch zum Erfolg führen. Heißt ja nicht umsonst, viele Wege führen nach Rom. Ja, in dem Fall nach St. Vincent. Genau. Also das mal so rund, was eigentlich so seit dem Mitte März passiert. Das sind so 3 Monate natürlich auch wirklich aufregend, ja, bei dem Startup immer nervenaufreibend, mit viel Try and Error mal dabei, mit viel Zuspruch, aber dann auch den Absagen, die man dabei haben kann, glaube ich, völlig normal, aber wir sind im Augenblick extrem guter Dinge und extrem gut gelaunt. Von daher gucken wir so ein bisschen nach vorne. Ja, klingt gut. Dann danke ich dir erstmal für deine Ausführungen, Jörg. Sehr War gerne. recht spannend, was da euch widerfahren ist. Und du, lieber Zuschauer oder Zuhörer, wenn du investieren willst in den Staatstoken, schau unten in die Videobeschreibung. Dort findest du einen Link, wie du zu Starts kommst und dir dein Tokenpaket sichern kannst. Mit 20% Rabatt noch bis mindestens 30.07., richtig? Ich glaube, am 31.7. haben wir, genau, wir haben ja im Juli 31 Tage, Okay, ganz genau, ja, 31.07. also dann 31. halt. Aber je früher, desto besser, desto schneller, desto sicherer, weil ist ja klar, ein KYC-Prozess muss gemacht werden, dauert, und wenn ich mich erst am 31. anmelde, dann kann es natürlich ein bisschen eng werden. Ich will vielleicht noch auf zwei Veranstaltungen aufmerksam machen. Der Marco ist nächste Woche in Bonn auf einem Startup-Slammer-Wettbewerb oder Event, ja, stellt da das Unternehmen auch vor, ist vor Ort. Also falls du noch sozusagen Zuhörer hast, die aus meiner alten Heimat kommen, also eher aus der nordrhein-westfälischen Ecke, sind herzlich eingeladen, ihn da zu besuchen. Und in der übernächsten Woche, und das vielleicht nochmal ein Tick spannender, ist die Blockchain-Konferenz in Hamburg vom 28. bis 30. Juni. Und da ist der Marco als Speaker auch dort. Großes Tableau, große Konferenz. Spannend. Ich bin auch vor Ort. Freue mich auch sehr auf die Veranstaltung. Also vielleicht sieht man den einen oder anderen deiner Zuhörer, die noch nicht den Mut hatten, ja, oder den Schritt gewagt hatten, das geliebte Heimatland in wärmere Gefilde zu verlassen oder Gefilde zu verlassen, wo das Leben ein bisschen lockerer, entspannter ist, ja, weniger reguliert ist, weniger nervenaufreibend, als es hier zum Teil ja mal sein kann. Gut, dann danke nochmal. Die Links schickst du mir noch zu. Das heißt, wir werden die dann in der Videobeschreibung auch platzieren. Und ich danke dir fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, mach einen Daumen hoch, abonniere den Kanal
kommen unsere Telegram-Gruppen. Es gibt zwei, defi.jetzt als Kanal und zum Diskutieren defi-chat. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.